Gut, dann sehe ich hier als erstes das Labyrinth von Ägypten. Okay. Und die erste Kammer. Ich würde sagen, damit starten wir dann. Und das sieht schon vom Bild her sehr schick aus. Ich bin gespannt. Seid ihr bereit? Nein. Nein, aber... Mach mal. Genau. Gut, dass wir uns da wenigstens einig sind. Achso, doch, eine Frage noch vorweg. Habt ihr im Real Life oder so schon mal Escape Rooms gespielt oder irgendwie Erfahrungen damit? Ich hatte Ende letzten Jahres ein Kartenspiel quasi, was wir uns Escape-mäßig dran gepfiffen haben. Okay. Ja, also so ne, mit Ausschneiden und so weiter und so fort. Also es war ganz lustig. Das war, wie heißt das noch? Exit. Die Exit. Davon habe ich letztes Wochenende tatsächlich zwei Stück gespielt. So, ich lese gerade in meinem Chat, dass ihr noch ein bisschen leise seid. Ich stelle euch mal gerade ein bisschen lauter. Ich hoffe, dass das besser wird. Aber danke für die Rückmeldung. Hallo Inkili und hallo Mokai. Schönen guten Abend euch. Guten Abend euch. Ich hoffe, man hört die beiden jetzt besser. Ich habe sie etwas lauter. Hoffentlich. A, B, C, D, E, E, H, I, J, K, L, M, N, O, B. Okay, das war das Ganze aus dem genau, wegen Escape Rooms. Also es gibt immer eine Sache, die euch der Escape Room Betreiber immer als allererstes sagen wird. Es gibt quasi zwei wichtige Regeln, so aus meiner Erfahrung. Die erste ist, keine Gewalt anwenden. Also es muss nichts zerstört werden, nichts kaputt machen und so weiter. Aber ich glaube, hier in diesem Setting können wir, glaube ich, nichts kaputt machen, was wir nicht kaputt machen sollen. Von daher entfällt diese Regel wahrscheinlich. Und das zweite. Und das zweite Wichtige, was immer gesagt wird, ist halt Kommunikation. Also wenn man was sieht, was findet oder so weiter, einfach miteinander reden. Ich denke, das haben wir alle gut drauf. Und Naja. Okay, ich krieg die Rückmeldung. Persönlich alles nicht. Besser. Okay. Also bei mir ist alles klar, bei euch hoffentlich auch. Und dann starten wir einfach mal in die erste Kammer. So, Klick auf Spielen, habe ich getan. Das sieht schon schick aus, finde ich. Also das Bild hat mir schon gefallen. Ja, also bei mir, der Ladescreen ist ein bisschen verschwommen. Ah, da ist was. Wer ist das denn? Das ist Ursel, der Grüne. Ein grüner Schlumpf. Schön, grün mit blauen Haaren. Und hier haben wir Nico. Sehr cool. Ah, das gefällt mir hier optisch. Gefällt mir das sehr, sehr gut. Und ich höre das Wasser ziemlich laut. Ja, gut, dann... Ich höre die Musik sehr laut. Schauen wir uns an. Ja, es ist auch tatsächlich recht laut. Ich muss das auch gleich mal... Vielleicht mache ich das jetzt direkt. Oh mein Gott. Ist das der... Ja, okay, das sind hier die Tonen. Ja, das mache ich mal was leiser. So. Ich habe schon mal was gefunden. Nein. Ich will nicht zurück zum Menü. Ich will... Okay, ja, was hast du... Ach, guck mal, das ist so ein... Ja, das ist so ein Token-Ding. Nimm das mal. Hier, klick das mal an. Ich habe ein Ziegelsteinstück gekriegt. Müssen wir da was zusammensetzen? Weiß ich nicht, aber hier liegt eins von diesen Token. Hast du das gesehen unter dem Stein, den du gerade bewegt hast? Ja, genau, aber das ist eins von diesen komischen Dingen. Hier sind noch mehr Steine. Also du hattest das Tutorial nicht gespielt. Du kannst die Sachen, wenn du die in der Hand hast, mit der Leertaste nochmal genauer untersuchen. Ah, I see. Dankeschön. Genau, und es gibt scheinbar... Ah, hier, guck mal hier, wo ich hinschaue, wo ich davor sitze. Hier ist so eine Vase. Das ist der Mülleimer. Wenn du Dinge hast... von denen du glaubst, dass du sie nicht gebrauchen kannst, dann kannst du sie theoretisch in diesen Mülleimer reinpacken. Okay. Ich habe es gerade nicht reingepackt. Jetzt habe ich es reingepackt. Genau, so. Müssen wir mit der sprechen? Oh. So, wir haben hier ein lustiges Sphinx-Ding. Oh, ich kann es in die Hand nehmen. Okay, ich habe es in der Hand. Ey, ich wusste gar nicht, dass die alten Ägypter einarmige Banditen hatten. Wir haben übrigens 13 Minuten Zeit, um hier rauszukommen. Oder reinzukommen. 13 Minuten! Das 13 Minuten. Nix. Oh das ja, da oben. Nix. Okay, und dann sind wir tot? Schön. Na gut, so alles klar, so, ich hab dieses Sphinx-Dingen auf jeden Fall. Wahrscheinlich, dann kommt Sand von oben. Das okay, hier sind Holzdinger. Hier ach du Oh Gott, erstmal alles einsammeln und mir angucken. Ich weiß ägyptisches nicht, Alphabet, echt jetzt? Diese wir müssen das übersetzen. Was? Das überlasse ich anderen Leuten, die da besser sind als ich. Bin ich noch im Spiel? Ja. Oh. Ich sehe dich. Wieso? Siehst du uns nicht mehr? Doch, aber bei mir wird gerade die Verbindung wiederhergestellt. Oh, also hier stehst du ganz normal. Hier liegt ein Buch übrigens. Aber du schmeißt dir die ganzen Dinge auf den Boden. Ja, die waren in dem Koffer, die werden wir dann bestimmt brauchen. Ach so. Ah, okay. Ja, was haben wir hier für ein Buch? Ägyptologie. Wie kann ich mir das angucken? So.
4. Auflage. Oh nein, wir müssen wirklich irgendwas übersetzen. Ach Gottchen. Oh Gott, gibt's das? Ziffern. Das, die Sachen gibt's nur einmal? Ist das das gleiche Buch, das du jetzt hast? Nee, das ist ein anderes Buch. Hier geht's um Zahlen. Okay. Ah, okay. Ich und ich bin, ich guck mir das an und bin eigentlich mental schon raus. Also ich habe hier ja, Symbole. Symbole und Worte. Mhm. Wörterbuch. Alphabet, okay. Was haben wir noch? Ein Pinsel, eine Lupe, eine Schippe und ein Fernglas. Ich bin leider schon leicht überfordert mit dem Umfang der Dinge, die wir hier finden. Das Buch hat scheinbar nur 2 Seiten, die für uns wichtig sind. Okay. Immerhin. Achso, in der Koffer auf. Okay, okay, okay. Ich. Eine Schaufel hätten wir hier. Ach so, wenn man auf den Knopf drückt, dann kriegt man einen Hinweis. Nee, ich will im Moment keinen Hinweis. Was? Nein, keine Hinweise. Wir machen das ohne Hinweise. Wir machen das ohne Hinweise oder gehen unter. Wir sterben bald richtig. So, also ich habe Kuh ist im Moment nicht da. Nicht ja, da. Ich bin. Oh nein, was können wir tun? Ich bin rausgeflogen. Muss ich dich nochmal einladen oder so? Ich weiß, versuch's mal, ja. Okay, warte, ich muss nochmal zurück ins Menü dafür, glaube ich. Dann sind wir, glaube ich, nochmal raus. Ah! Ja. Ja, ich muss dich nochmal einladen. Ich meine, du hast nichts verpasst. Also, wir sind. Nee, wir haben noch nichts. Wir haben ja noch nichts getan. Wir haben ja noch Bücher angeguckt passiert. Und haben Angst gekriegt. Ich weiß auch gerade noch nicht, wo wir anfangen müssen, ehrlich gesagt. So, alle wieder, alle wieder anwesend? Ja. Aber wir haben schon, laut meiner Übersicht hier, haben wir schon 3 Token gefunden. Nico hört man auch besser. Ihr müsst also aus den 4 Quadratmetern entkommen. Ja, das ist tatsächlich kleine Fläche, aber viel zu entdecken, habe ich gerade das Gefühl. Was man muss hier denken, sagt Moka. Ja, ich fürchte. So, wir gehen wieder rein. Bin ich raus. Okay, jetzt erstmal der Blick auf die Uhr. Läuft die weiter oder fängt es wieder von vorne an? Ne, wir starten von vorne. Okay, gut. Jetzt nochmal. Also das Ding hier hatten wir eben zur Seite geschoben. Aber das Teil hatten wir ja schon gefunden, ne? Das hier drunter lag. Genau, da war das Token. Token erneut gefunden. Ach, ich glaube, ich heb erstmal einfach alles auf, was man hier so finden kann. Hier ist doch irgendwas. Hier ist was drin in der Vase. Kann man die irgendwie kaputt machen? Das ist halt auch der Loot-Instinkt, ne? Ist was, das nehme ich mit. Ja, hier war eine Schaufel, warte mal. Kann ich mit der Schaufel die Vase kaputt zerdeppern? Oh, das geht. Ah, das geht. So viel zu der ersten Regel, nichts kaputt machen. Ja. Okay, ich habe gefunden ein rotes Pyramidenbaustück mit diesem Augensymbol drauf, das wir unter der Sphinx haben. Dann lass uns das doch mal hier draufsetzen vielleicht, wenn das geht. Voll gut. Das Spiel hat das automatisch hingedreht. Ja, wir sind schon weiter als eben. Das war schon mal cool. So, was haben wir noch? Achso, genau, das andere Teil, das ich in der Hand hatte, war dieses Sphinx-Dingen hier. Da ist ein Symbol drauf. Wo war das Buch mit den Symbolen eben? Auf dieser Sphinx-Statue. Mit den Symbolen ist das blaue. Ich habe das in der Hand. Okay. 4. Auflage. Das ist natürlich die Frage, wie können wir das gleichzeitig sehen? Warte, ich gebe dir mal oder ich schmeiß dir mal diese oder so. Dann andersrum, dann nehme ich das Buch mal gerade. Nein, jetzt habe ich das. Moment. So, pass auf. Ich habe hier also ein Symbol drauf. Ich habe keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, aber ich schaue mal, ob ich es in dem Buch finde. Ich habe mal an allen Blumentöpfen gewackelt. Dunkelheit ist das. Ich kann mir das auch angucken, dass du dir das gerade anguckst. Das ist ja lustig. Ach so, ach wie cool. Also jetzt, wo du das Buch in der Hand hast, habe ich, wenn ich das mir auch angucke, so ein Lupensymbol. Und wenn ich dann mit der linken Maustaste drauf drücke, kann ich quasi deine Maus sehen und jetzt sehen, dass du auf der rechten Seite bist. Ja, ich sehe deinen Cursor jetzt auch. Oh, das ist auch cool gemacht. Das finde ich super. Genau, und dieses Symbol hier, bestätige das mal bitte gerade, dieses Dunkelheitssymbol, ist nämlich hier auf der... Vorne dran auf dem... Genau, habe ich gesehen, ja. Okay. Cool. Sagt mir noch nichts, aber haben wir das schon mal entdeckt. Juhu, so, hier haben wir... Hobbyarchäologen. Hier haben wir Wasser. Da wollen wir keinen Hinweis. Was haben wir hier?
Hier ist was. Hier kann man irgendwas machen? Nee, ich kann man nicht machen. Aber hier stehen auch überall Hieroglyphen. Aber das ja, zu übersetzen, ja, das ist ein Ding. Aber ich habe hier eine dunkle Ecke. Da würde ich das Teil vielleicht einfach mal reinsetzen. Das geht sogar. Oh. Ach so, das war richtig. Das war richtig. Ich habe was richtig gemacht, glaube ich. Wir leben da, eine Minute länger. Jetzt ist da Wasser drauf, würde ich mal schätzen. Ich guck mal nach. Ja, jetzt ist Wasser. Wasser auf der Sphinx. Ja, möchte jemand das Ding ins Wasser setzen vielleicht? Ja, mach ich dann mal. Hier, wer die nächste Idee? Wir sind voll gut. Es ist eine Sphinx, die sich auflöst. Ich muss mal mein WLAN-Kabel anschließen. Okay, ich habe hier die Frage, wie steht ihr zu Backseat Gaming? Darf man mitraten? Mitraten, ja, aber wenn man die Lösung weiß, genau, vielleicht... Genau, wenn man die Lösung schon kennt, dann vielleicht nicht ganz so schnell. Vielleicht, wenn wir ganz auf dem Schlauch stehen. Aber ansonsten habe ich da erstmal kein Problem mit. Allerdings muss ich gerade zugeben, dass ich auch so fasziniert von dem Spiel bin, dass ich gerade selten in den Chat gucke. Also, ich weiß nicht, wie schnell ich das entdecke, wenn jemand schreibt. Aber ich persönlich habe da jetzt kein großes Problem mit. Ich meine, man muss immer damit rechnen, wenn man ins Internet geht. Ja. Und ne, dann muss man immer damit rechnen, dass einer vorbeikommt und sagt, ja, übrigens, so endet das Ding. Pinsel, oder so. Pinsel. Und Mokai schreibt, das sieht voll magisch aus, wie das Buch zwischen den Händen schwebt. Okay, hier unten können wir eine Zahl entziffern. Eine Zahl sehe ich da nicht, aber schön, dass du sauber gemacht hast. Ja, in dem roten Buch, da steht drin, welches Symbol für welche Zahl steht und so. Ah, okay. Die müssen wir dann bestimmt da oben eingeben. Okay, hier haben wir Holzbretter. Wo sind denn diese ganzen... Ich kann hier die Blumenpötte... Ich kann die Blumenpötte bewegen. So. Aber ich glaube, das bringt uns nichts. Da sind noch mehr Blumenpötte. Ich bewege die alle mal, vielleicht passiert irgendwas. Ich glaube aber nicht. Hat noch irgendjemand diese Token-Dinger gefunden? Da sollen irgendwie 8 Stück von versteckt sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wo das sein soll alles. Aber ich nehme mal die ganzen Scherben hier. So. Aber das ist so lang, was da drauf steht, was du gerade entzifferst, ne? Wir brauchen hier oben ja irgendwie 4 Stellen. Aber das scheint mir was Längeres zu sein. Ah, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Kein Ding. So, 10 Minuten Zeit. So. Ja, ich schreibe mir gerade nochmal die Bedeutung der Zahlen auf. Und ja, irgendwie ist mit alles addiert. Okay. Huch. Hast jetzt habe ich eben in dir gestanden. Wie hast du denn den Pinsel gerade benutzt, um hier irgendwas sauber zu machen? Die linke Maustaste gehalten. Hier über der Kiste. Da war oben Sand drauf und der ist jetzt hier weg. So. Jetzt ich und Mathe. Ach, hier geht das. Ach, guck mal. Hier kann ich Sand... Aha, guck mal, ich sehe da was. Ah! Da, man kann den Pinsel nur an bestimmten Stellen benutzen, aber an einer davon habe ich gerade ein Token gefunden. So, ich bin hier schon am Addieren, also ich hoffe, dass ich es richtig mache. Ich weiß es nicht. So, was ist hier mit der Flasche? So, weil ich ein Napp bin, benutze ich den Windows-Rechner. In der Flasche ist auch was drin, aber wie kriege ich sie weit genug gedreht? Ich kann die Flasche nicht drehen. Ich glaube, in der Flasche ist auch ein Token. Ja, da ist auch ein Token drin, aber ich kann sie nicht... Alter, ich kann sie nicht so weit drehen, dass ich drankomme. Oh Gott, Ossel und Mathe. Ich sehe eine Katastrophe, schreibt Mokai. Ja, absolut. Der Mokai, der kennt mich da. Erst denken, dann putzen. Also es sieht hier langsam nach Arbeit aus. Okay. Wird mehr als eine Art von Symbol verwendet, muss jedes Symbol gezählt und die Zahl mit seinem Wert multipliziert werden. Was? Okay, das klingt kompliziert. Ich kenne es nicht. Es wäre wirklich nur raten, aber meine Vermutung hat sich schon erledigt. Okay? Oh Gott. Ja, mitraten finde ich voll in Ordnung. Ja, mitraten ist okay. Oh, warte, kann ich die... Boah, warte. Ich habe voll die Idee.
Habe ich jetzt eine Flasche mit Wasser? Kann ich sie hinschmeißen? Kann ich das? Wie kann ich das denn auskippen, Mann? Da ist mit ein... Gewalt! Ja! So viel zu der gewaltlosen Lösung. Wie kann ich denn hier diese... Ja. Da, ich habe doch jetzt eine Flasche mit Wasser. Warte. Aha, ich bin so gut! Ich wünschte, ihr hättet es gesehen. Mein Geistesblitz. Nee, in der Wasserflasche, oder in der Flasche war ein Token drin und ich habe sie mit Wasser gefüllt, damit das nach oben schwimmt. Obwohl mir ehrlich gesagt nicht klar war, dass es nach oben schwimmen würde. Ich dachte, ich könnte es dann irgendwie auskippen oder so, aber es hat irgendwie funktioniert. Und ich bin ein bisschen stolz drauf. Also, ihr löst die Rätsel und ich suche die Token. Das ist normalerweise das, was ich machen wollte. Aber... Oh, jetzt habe ich noch so ein Holzding. Okay. Ja, also, Moment, was musst du machen? Warte, wie kann ich mir das angucken? Das Buch mit Space dann. Ja, aber du hast das Buch ja, oder? Nee, es ist so, hier liegt das. Achso, ich dachte, ich wollte mir das angucken, während du dir das anguckst. Okay, ich schaue es mir an. Ägyptologie 101. Oh nein. Zahl. Ah ja, okay, das sieht aus wie die Symbole auf der Kiste, ja. Ozzelpi angepinkt. Was? Warum? Ich habe nichts getan. Nico, warst du das? Bist du da? Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Nico wieder raus ist. Instabiles Internet. Ah, das ist natürlich nicht so gut. Okay, was haben wir da? Wir haben diese komischen Pflanzendinger. Hier war gerade ein lustiges Symbol, aber... Okay, also wir haben diese lustigen... Was so aussieht wie eine Topfpflanze. Das... Wahrscheinlich liege ich falsch, weil Mathematik. Aber ich hätte bei... Ich hätte 8300 raus. Okay. Weil, wenn sie übereinander stehen, muss man sie miteinander multiplizieren, steht ja in dem Buch. Voll gut. Man kann das Buch irgendwie so oben an die Ecke anheften. Okay, warte, jetzt so. Wir haben 1000. Dann haben wir 100 und 3. Von Zahlen. Einzelne Symbole werden zur Bildung von Zahlen aneinandergereiht. Ihr Wert wird addiert, wie im folgenden Beispiel gezeigt. 1, 2, 3, 4. Aha. Okay, ich habe wohl irgendwas falsch gemacht, weil wir haben keine Null hier bei den Rädern. Mist. Moment, was steht da? Wie kann ich das jetzt nochmal... Insel am Strich, ja. Wird mehr als eine Art von Symbol verwendet, muss jedes Symbol gezählt und die Zahl mit seinem Wert multipliziert werden. Ach so, die werden auch noch gezählt. Die Ergebnisse aller Symbole werden dann addiert. Ach du Scheiße, was? Was? Ach du Scheiße. Das ist ja schon ein Hammer erstes Rätsel. Okay, warte, ich habe hier... Also, dreimal so ein Blumenpott ist 1000, sind 3000, ne? Mhm. Dann haben wir hier... Das ist 100. Also addiert müssen sie auch noch werden. 3400. 20. 26. 3426. Wie macht man das hier? Was? Also ich habe jetzt was ganz anderes. Alter, das war richtig. Okay, gut. Ja, man merkt, du bist besser in sowas als ich. Wo muss der Schlüssel hin? Haben wir was? Haben wir was für einen Schlüssel? Warum haben wir einen Schlüssel? Ah, die Truhe. Die Truhe, auf der es draufsteht. Natürlich. Da sind richtig, Münzen. Richtig clever. Und das Pyramidenstück. Okay. Und damit können wir jetzt eine Tür öffnen, aber welche? Ja. Oder einfach alle? Versuch, wo es passt. Ja, die goldene Mitte hier. Hallo, mein Schatz. Okay, Pac-Man auf Ägyptisch. Okay. Ach, Scheiße. Ich wünschte, Nico wäre hier. Warum ist der nicht da? Wer hat was geschrieben? Ich habe es gesehen. Prima. Das mit der Flasche, ne? Das war gut, oder? Römische Zahlen haben mir früher Spaß gemacht. Solche kleinen Extra-Regeln, während man eine Zahl lesen möchte. Ja,
römische Zahlen, ja, okay, das hier war ja jetzt ägyptisch, ein etwas anderes System, aber irgendwie hat es geklappt. So, was haben wir denn hier? Ich frage mich, ob das wirklich das ägyptische System war, also ob das realitätsnah ist. Wir haben oder ob sie sich das nur ausgedacht haben. Ein Labyrinth. Kaktus. Tür. Zelt. Löwe. Sphinx. Und zwar umgekehrt. Wäre der Weg, glaube ich. Also. Das wäre der Weg, okay. Löwe, this is the way, sagt auch der Mandalorianer. Löwe, Zelt. Was war das nächste? Moment, man geht hier entlang. Da, so ein. Einfach nur ein Rechteck. Zelt. Und das, was aussieht wie ein Kaktus. Rechteck, Kaktus. Oder vielleicht ist es eine Hand oder sowas. Jo. Oh, das ging schnell, okay. War nicht so schlimm wie das Zahlenrätsel. Hierhin kommt das. Ach, servus. Ach, es geht noch so weiter. Ding, noch so ein Ding. Wir haben noch 1 Minute und 7 Sekunden. Ich will dich nicht beunruhigen. Ja, ach, das wird nichts. Das kann ich dir schon mal... Scheiße. Okay, wir gehen rückwärts aus diesem Labyrinth raus. Wir müssen wahrscheinlich herausfinden, zu wem wir hinkommen. Das bei Indiana Jones. Die Hummel. Achso, wir brauchen 3. Moment, wir brauchen 3. Ich bin bei der Hummel jetzt gelandet. Ja, ich bin auch bei der Hummel. Ah, oh, okay, da gibt es ja mehrere Ausgänge. Oh, wow, wow, wow. Achso. Dann. Warte, ist die irgendwo hin? Hummel ist dann die Nummer 2? Fragezeichen? Ich habe keine Ahnung. Nummer 3? Nummer 3, Kommen wir zu mehreren hin? Müsste ja theoretisch. Ja, wenn wir mehrere brauchen. Okay, die Hummel ist bei 3 gar nicht drauf. Okay. Ah, okay. Da sind Symbole drauf, die auch gar nicht vorkommen da drin. Deswegen muss man schlau sein. Warte. Haben wir nicht. Wir haben doch das andere Buch. Das andere Buch. Das andere Buch. Guckst du mit rein? Hier, Hummel, Biene. BJT. Biene. Achso, BJT. B ist der Fuß. Oder hier sowas, so eine Ecke hier. Guck mal, das. Ist das drauf auf der Säule? Warte, ich konnte das so irgendwie. Hier, ich kann das so anheften. Diese komische. Da, das da. Das. Ja, ja. Dann das J ist eine Schlange. Das da. Oh, das war's schon. Das letzte hat gestimmt, oder wie? Wir haben. Wir haben die Uhr stand auf null, aber. Okay, ja gut, das. Wir haben überlebt, das ist das Wichtige. Und wir müssen gucken, dass wir den Nico jetzt wieder irgendwie mit reinkriegen. Ja. Ah, da ist er! Da hallo, ist er. Moment, wie kommen wir denn? Wenn ich jetzt in die nächste gehe, haben wir den Nico nicht dabei, deswegen gehe ich kurz auf Bleiben. Achso, dann kann man jetzt wahrscheinlich noch immer diese Token-Dinger diese suchen. Token, ja. Wollen wir uns damit aufhalten oder? Oder gehen wir lieber weiter zu den nächsten Rätseln? Da richte ich mich nach euch. Ich würde so oder so erstmal schauen, dass wir Nico wieder dazu kriegen.